Wer 150 Jahre alt wird, der kann es sich leisten, einmal richtig zu feiern. So geschehen am Dienstagabend beim Turnerbund Burg Steinfurt. Im Rahmen einer Gala zum 150-jährigen Vereinsjubiläum traf die deutsche U21-Handballnationalmannschaft auf eine Auswahl der Bundeswehr. Der Erlös der Partie kam der Joe Deckarm-Stiftung zugute. Ganze 3000 Euro nahm Ex-Nationaltorhüter Andreas Thiel für die Stiftung entgegen. Außerdem hatte der Hexer einen ganz klaren Favoriten für die Partie. Ich gehe mal davon aus, dass die U21 gewinnt. Was anderes ist einfach nicht akzeptabel. Und dass die Zuschauer hier ein intensives, gutes Handballspiel sehen und keine Verletzung. Thiels Favorit setzte sich zu Beginn recht schnell ab. Besonders Philipp Weber und Jan Forstbauer warfen die Führung für die U21 heraus. Es dauerte eine Zeit lang, bis die Bundeswehrauswahl zurückschlagen konnte und sogar in Führung ging. Artjom Antonewitsch mit einem spektakulären Camper. Zur Pause stand es 19:17 für die Bundeswehrauswahl. Im zweiten Durchgang traf die Bundeswehr konstant weiter. Ein schönes Tor über außen durch René Kruschka. Im Laufe der Partie schwanden bei beiden Teams die Kräfte. Markus Hansen mit viel Platz und dem Tor für die U21. Den Schlusspunkt für den deutschen Handballnachwuchs setzte Philipp Weber vom SC Magdeburg. Dieser Treffer war nicht mehr ausschlaggebend. Die Bundeswehrauswahl setzte sich am Ende mit 35:32 durch. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bin ich dann sehr zufrieden, weil ich habe gesagt, wir möchten das Ganze als Trainingszweck und wir wollen Effekt haben dabei. Und das funktioniert nur, wenn wir engagiert und vernünftig Handball spielen. Und ab der 7. Minute ging es dann. Wir haben ein paar Zielstellungen bekommen vom Trainer, die haben wir versucht umzusetzen. Natürlich soll man den Zuschauern noch ein bisschen was bieten. Ich denke, das haben wir ganz gut in den Griff bekommen und ja, am Ende hatten wir, glaube ich, alle Spaß. Am Wochenende geht es gegen TV Stetten, die ja auch hier um die Ecke sind. Erste Frage, bist du dabei? Und zweite Frage, ja, was denkst du, wie schwer es wird für euch? Ja, ich bin dabei zur Frage 1 und Frage 2. Klar, wir haben das Hinspiel zwar gewonnen, wir haben da aber ein gutes Spiel gehabt. Im Stetten, starker Gegner, vor allem zu Hause. Von dem her wird es brutal schwer für uns. Wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen, uns wird es gut tun. Aber ich denke, im Stetten wird auch alles dafür gehen, das Spiel zu gewinnen.